Herzlich willkommen zu Studienwahl TV. Folge Nummer 17 haben wir, ne? 17, genau. Ja. Die letzte habe ich verpeilt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Petra hat einen riesen Aufwand gemacht, einen super Gast. Stand dann hier vor der Tür und nichts war fertig. Mhm. Ja. Das ich gibt es heute, da, machen wir es besser. Nicht ganz in Unterhose, aber so ungefähr, völlig überrascht. Vergessen, vergeben. Wir holen die Sendung am 11.06. nach, Brauerei, genau, und Getränketechnologie mit Herrn Medner von der TU in Berlin. Genau. Das war Petra Mauri, mein Name ist Philipp Banse, wie gewohnt, aber heute haben wir, ich hätte fast gesagt, noch einen besseren Gast, das darf man ja mal nicht sagen. Doch. Heute kümmern wir uns wie sagt man das, Polizeivollzug, Sicherheitsstudie. Man kann Sicherheitsmanagement studieren in Berlin und so, jetzt muss ich mal hier ganz kurz, ich habe 98 Fenster offen hier, schon wieder sind alles ganzen, so, jetzt haben wir es hier, so, jetzt ist alles da. Genau, ich muss das nämlich ablesen. Professor für Risikomanagement und Verkehrslehre am Fachbereich für Polizei- und Sicherheitsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Marcel Kuhlmann, herzlich willkommen. Genau. Schönen guten Abend. Dafür brauchen Sie alleine schon eine Visitenkarte, die Sie doppelseitig bedrucken können wahrscheinlich. Ne? Für den, ja, man kann es auch ein bisschen verkürzen, denke ich mal. Ja, nämlich wie, was ist korrekt? Nee, also der Titel ist schon okay so, wenn man ihn voll ausspricht, aber ich denke mal einfach nur Hochschullehrer an der Hochschule für Wirtschaft und Recht ist vollkommen ausreichend. Okay. Ja, ich habe das schon angedeutet, es geht heute im Wesentlichen darum, ja, wie man in den höheren und gehobenen Polizeidienst kommt. Richtig? Ja, also ich würde ganz gerne vorstellen, einmal den gehobenen Polizeivollzugsdienst und zum anderen noch unsere zweite Seite, die wir haben, nämlich das Sicherheitsmanagement als relativ neue Sparte seit 7 Jahren nunmehr. Also Sie haben gesagt, Sie haben 3 Studiengänge im Wesentlichen. Genau. Fangen wir doch mal mit dem ersten an, der vielleicht so ein bisschen speziell ist, weil er ja eigentlich nur für Polizisten da ist, die schon Polizisten sind. Also man kann sich jetzt nicht als Abiturient da einfach reinbewerben, oder? Genau. Also wir haben als erstes halt einen internen Studiengang. Das ist der Studiengang für den Polizeivollzugsdienst, der letztendlich beide Sparten ausbildet, die wir halt ja auch so kennen von der Straße, nämlich einmal die Uniformierten, also die Schutzpolizei, und zum anderen halt die Kriminalpolizei. Hier ist es so, wie Sie ja gerade auch sagten, also man muss halt erstmal sich bei der Polizeibehörde bewerben, deshalb auch ein interner Studiengang, und die Polizeibehörde schickt letztendlich dann uns die Studierenden. Das heißt, was sind die Voraussetzungen, um sich da erstmal bei der Polizeibehörde bewerben zu können? Die Voraussetzungen ganz kurz, also zum einen kann man sie sehr gut nachlesen auf der Internetseite, also von der Berliner Polizei, das ist www.polizei.berlin.de. Dort gibt es Berufsinfos. In der Regel kann man aber sagen, also man muss Deutscher sein oder halt zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören, um es nur kurz zu umschreiben, muss ein gewisses Alter haben, das manchmal auch variiert, also so ungefähr kann man sagen 31 Jahre alt. Man muss gesund sein, einen Leumund haben, der halt ohne Strafeinträge mehr oder weniger ist, und dann muss man halt diesen Einstellungstest bestehen, der dort durchgeführt wird. Ordentlicher Sporttest dabei, ne? Genau, also da sind mehrere Stationen bei. Also es fängt neuerdings an mit dem Internettest, das kann man auch auf der Seite dann nachlesen, wo erstmal bestimmte Kompetenzen abgefragt werden. Und wenn man diesen dann bestanden hat, wird man eingeladen nochmal zu einer ärztlichen Untersuchung, zu einem Gespräch und halt zu dem Sporttest. Wenn du möchtest, kannst du es eben einblenden. Ich habe die Berliner Seite zwar nur aufgerufen, nicht die der Polizei direkt. Ja. Aber da hat er Ausbildung für den Schutz und Kriminalpolizei, für die, genau. Schutz und Kriminalpolizei. Genau. Ganz genau. Und okay, aber da ist erstmal kein Studium Voraussetzung. Das ist da noch nicht der Fall. Nein, also für die Bewerbung halt eine Hochschulreife, ja, die man haben muss. Und die Hochschulreife ist also in dem Fall halt vollkommen ausreichend. So, okay, dann bewirbt man sich, wird meinetwegen jetzt, nehmen wir mal an, genommen. Genau. Und beginnt da seine Ausbildung. Richtig. Also das Studium ist halt in zweierlei Hinsicht einmal in der Verantwortung bei uns an der Hochschule, also alles, was die reinen Studieninhalte anbelangt, alles, was das Praktische ist, was man dann auch später für den Polizeiberuf braucht, also ob das Einsatztraining ist, ob das Sport ist, ob es Schießen ist, ob es bestimmte Kompetenzen in der Führung sind, also jetzt praktische Fähigkeiten, also Einsatzplanung, Einsatzdurchführung, das wiederum führt dann die Polizeibehörde durch. Also wir arbeiten da zusammen, das heißt, also die Studierenden sind mal bei uns an der Hochschule,
bestimmte Semester und gehen dann aber auch nochmal raus in die Polizeibehörde. Aber nicht jeder, der sich jetzt bewirbt und genommen wird, fängt sofort bei Ihnen an zu studieren, sondern das sind nur, oder? Doch. Doch. Also okay. Die sind ja für einen gehobenen Dienst. Ne? Genau. Also vielleicht da nochmal ganz kurz erklärend. Also es gibt im Grunde genommen gibt's drei Laufbahnen bei der Polizei. Es gibt also einmal den mittleren Dienst, der in erster Linie halt vorgesehen ist für Realschüler. Der Straßenaufsichtsdienst, wie es im Beamtendeutsch mehr oder weniger heißt, das heißt, bedeutet also die Leute, die wir auf der Straße jeden Tag sehen, in Blau jetzt mittlerweile. Das ist eigentlich so der klassische mittlere Dienst, wie er mal vorgesehen war. Und das ist das Gros der Berliner Polizei auch? Ja, mittlerweile kann man sagen, gehobener und mittlerer Dienst sind fast gleich. Okay. Also der Gros eigentlich nicht mehr oder das Gros nicht mehr. Da ist es kein Studium, sondern dort ist es so, dass die Leute dann halt in der Ausbildung anfangen, direkt bei der Polizei ohne Studium. Also ohne Studium, beziehungsweise sie brauchen auch nicht zwingend eine Hochschulreife. Können sie natürlich genauso haben. Das, was bei uns dann studiert, sind letztendlich die Beamten des gehobenen Dienstes mit einer Hochschulzugangsberechtigung, die aber auch eigentlich im Straßenaufsichtsdienst erstmal anfangen. Also einmal halt entweder bei der Schutzpolizei mit der Uniform auf der Straße sind oder auch bei Demonstrationen, die aber langfristig eigentlich für Führungsaufgaben vorgesehen sind. Und so ist auch unser Studium ausgelegt, dass sie also auch Führungskompetenzen letztendlich vermittelt bekommen. Oder der andere Teil ist halt die Kriminalpolizei, die ohnehin nur im gehobenen Dienst angesiedelt ist. Also dort kann ich mit Realschule nicht anfangen, sondern ich brauche hier zwingend immer ein Studium und die fangen halt alle bei uns an, letztendlich. Aha, also das heißt, wenn man zur Kriminalpolizei beispielsweise will, dann bewirbt man sich da und landet dann aber auch gleich bei Ihnen im Studium. Genau. Und man entscheidet sich auch im Vorfeld, ob man halt zur Schutzpolizei oder zur Kriminalpolizei möchte. So, also angenommen, ich bewerbe mich da und mache dann diesen Studiengang für Polizei intern. Also genau. für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Genau, sehr schön. So. Ja. So. Und woraus besteht das? Was lerne ich da? Ja, also wir haben ja mittlerweile umgestellt, jetzt seit knapp einem Jahr in einen Bachelorstudiengang, vorher war es ein Diplomstudiengang. In dem Bachelorstudiengang ist es halt so ausgelegt, dass auch wieder Kompetenzen vermittelt werden. Es ist geteilt einmal in die sogenannten Polizeiwissenschaften. Was sind Polizeiwissenschaften? Das ist so Einsatzlehre einmal. Das bedeutet also, wie plane ich eigentlich so einen Einsatz? Wie plane ich eine Razzia? Wie führe ich eine Demonstration durch oder wie schütze ich eine Demonstration? Geht aber weiter auch in die Kriminalistik hinein. Also welche Arbeiten müssen eigentlich an einem Tatort erledigt werden? Wie werden Spuren gesichert? Die Verkehrslehre, wo ich dann also auch meine Professur zum Teil drin habe, das heißt Verkehrssicherheitskonzeption, wie können künftig Radfahrer auf der Straße geschützt werden, dass halt nicht mehr so viele verunfallen, welche Konzeptionen stecken dahinter, was kann man da tun. Das sind so die klassischen Polizeiwissenschaften, Kriminaltechnik gehört natürlich auch noch mit dazu, denn es ist ein sehr hoher Rechtsanteil mit dabei, weil es ja auch ein verwaltungswissenschaftlicher Studiengang ist oder zumindest in diese Richtung geht. Das heißt also, ich muss natürlich wissen, welche Kompetenzen habe ich auf der Straße, was darf ich, wann darf ich einschreiten, wie muss ich einschreiten, also die ganze Rechtskunde, Strafprozessordnung, Gefahrenabwehrrecht zählt damit dazu, aber natürlich auch Wirtschaftskriminalität, Strafgesetzbuch, das alles müssen die können. Also die Studierenden fühlen sich manchmal wie kleine Juristen, wie sie immer so sagen, weil sie halt wirklich eine sehr starke juristische Ausbildung haben, was aber auch durchaus erforderlich ist, um halt letztendlich auf der Straße auch fundiert handeln zu können. Das ist der eine Part, das geht aber noch weiter. Mhm. Was dazu noch gehört, sind die sozialwissenschaftlichen Bereiche. Das heißt also, die Studierenden kriegen auch vermittelt Kenntnisse der Psychologie, der Soziologie, der Politikwissenschaften. Also wie steht eigentlich die Polizei in der Gesellschaft? Also auch ethische Fragen werden beantwortet. Bis hin halt natürlich, wie entwickelt sich Politik überhaupt oder politische Systeme? Welche Auswirkungen hat es auf den Polizeiberuf? Das ist total interdisziplinär. Ist ja wirklich von allem ein bisschen was drin. Genau. Und kann man sich den Zwischenreihen auch mal ein bisschen vertiefen in eine Richtung? Oder ist es wirklich, dass jeder alles einfach machen muss? Nein, also jetzt mit dem Bachelor ist es anders geworden. Also wir hatten immer schon diese Teilung, dass sie ein Grundstudium haben, was sowohl Schutzpolizei als auch Kriminalpolizei macht. Mhm. Und dann teilt sich das halt, weil die Polizei, also die Schutzpolizei andere Schwerpunkte hat als die Kriminalpolizei. Mhm. Jetzt durch den Bachelorstudiengang ist es so, dass es ein bisschen vertieft wird oder dass wir mehr vertiefen können.
Das bedeutet, dass wir nochmal Vertiefungsmodule denn nach dem Grundstudium anbieten. Mhm. In bestimmten Richtungen. Dann. In bestimmten Richtungen, die aber auch teilweise aktuelle Problemstellungen aufnehmen. Also die sind nicht fest, diese Vertiefungsmodule, sondern man könnte jetzt sagen, wenn jetzt ja, also mit irgendwelchen politischen Richtungen gerade irgendetwas aktuell ist, weil man sagt, das müsste man aufgreifen. Dann wird das hineingenommen. Genau. Und das entscheidet dann der Lehrstuhl. Jetzt in diesem Falle sind Sie damit dabei? Oder genau. In Absprache mit der Polizei oder ist da die Hochschule frei für sich? Also grundsätzlich sind wir frei für uns, das muss man schon sagen. Aber wir achten natürlich schon darauf, welche Bedürfnisse innerhalb der Polizei sind. Also jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, denn es ist ja in den allen anderen Bundesländern ist es ja, glaube ich, an den Fachhochschulen der Polizei organisiert, ne, das Studium. Genau. Ist Berlin hat einen Sonderstatus oder ist das so? Ja, ja? Total. Mhm. Also in Berlin ist es so, dass man entschieden hat, Anfang der 70er Jahre, dass es eine eigene Verwaltungsfachhochschule existiert, die jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr innerhalb der Senatsverwaltung für Inneres angegliedert ist, sondern der Wissenschaftsverwaltung. Genau, ja. Das heißt also, dass die Polizeibehörde oder die Innenverwaltung zwar ja, ein Stück weit natürlich auch Fachaufsicht hat und natürlich schon mit Einfluss nehmen kann, aber grundsätzlich wir relativ, vermutlich. Ja, aber wir relativ doch frei sind. Also hat natürlich den großen Vorteil, dass wir natürlich keiner Weisungskompetenz unterlegen sind. Also wirklich Wissenschaft und Lehre ist frei und das gilt auch für die Polizeibeamten. Das heißt, wir sind zwar dem Rahmenplan letztendlich unterlegen, aber welche Richtung wir dort mitgeben, ist frei. Und da sehen wir auch einen großen Vorteil gegenüber anderen Bundesländern. Das hört sich so an, finde ich, ja. Ja, weil man durchaus, sag ich mal, auch was anderes lehren kann. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Vermittlung von Kompetenzen, sondern ja letztendlich auch um das Nachdenken, also Grundlagen schaffen. Ja, die wissenschaftliche Tiefe dann auch. Genau, und das also auch selbst zu vertiefen, beziehungsweise auch selbst zu sagen, dass man vielleicht eine andere Meinung hier vertritt als andere. Sie haben gesagt, das trennt sich so ein bisschen nach Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Können Sie da mal so grob den Unterschied skizzieren? Ja, Sie haben bei der Schutzpolizei mehr tatsächlich, sage ich mal, das, was auf der Straße passiert. Also wenn wir jetzt nehmen die Versammlung, wenn wir nehmen die Geisellagen und dergleichen, das sind alles Situationen, die eigentlich im öffentlichen Raum sozusagen, oder? Ja, obwohl man es noch nicht so hundertprozentig sagen kann. Also man hat nochmal eine inhaltliche Trennung auch später im Arbeitsgebiet drin. Also bestimmte Tätigkeiten obliegen der Schutzpolizei, also wie halt so eine Versammlung, so eine Demonstration oder wir nehmen eine Geisellage, Entführung oder dergleichen, wo der Schwerpunkt mehr in der Schutzpolizei, in der Ausgestaltung dieses Einsatzes liegt. Während die Kriminalpolizei natürlich, also wenn wir uns das LKA anschauen, natürlich ganz andere Tiefen hat, also wie zum Beispiel Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität oder dergleichen, wo natürlich dort ganz anders vertieft werden muss, was ein Schutzpolizist nicht unbedingt wissen muss. Und von daher ist da nochmal nachher die Spaltung, wo man sagt, Kriminalpolizei geht dann mehr in diese Richtung, was sie später machen müssen. Also ins Technische dann im Prinzip ein bisschen. Ins Technische, bestimmte Rechtsgebiete sind anders. Also weil ja doch die Schutzpolizei von der Ermittlungstätigkeit ja, wenn nur den ersten Angriff macht. Bestimmte Ausnahmen gibt es ja auch noch, dass sie halt noch um etwas mehr ermitteln. Aber grundsätzlich ist ja für die kriminalpolizeiliche Ermittlung wirklich Kriminalpolizei zuständig. Das heißt, wie diese Ermittlungsvorgänge vonstatten gehen, organisierte Kriminalität und dergleichen, sind Themen, die nicht unbedingt die Schutzpolizei tangieren, sondern dann halt mehr die Kriminalpolizei. Also als Laie verstehe ich das jetzt so, erster Angriff, etwas passiert oder etwas ist passiert, da geht erstmal die Schutzpolizei hin und übergibt dann sozusagen den Fall an jemand, der sich damit in die verschiedenen Tiefen beschäftigt. Richtig. Und dann muss natürlich dann an diesen Stellen mehr wissen als dieses, naja, wie gehe ich jetzt an dieser bestimmten Stelle vor? Genau. Zunächst. Genau. Also ist natürlich ein bisschen untechnisch gesprochen. Also viele Polizisten werden jetzt mal sagen, um Gottes Willen. Ja, tut mir leid, ich bin Laie. Nee, also das geht mir jetzt auch so. Also dass ich, also man kann halt in der Kürze der Zeit jetzt nicht abbilden. Also Sie haben einen bestimmten Deliktskatalog, also bei nicht so schweren Straftaten, wo man sagt, das bearbeitet auch die Schutzpolizei. Ist ein Umbruch innerhalb der Berliner Polizei, wo man gesagt hat, man will halt die Kriminalpolizisten mehr wirklich für die mittlere oder schwere Kriminalität einsetzen. Und von daher ist auch ein Umbruch in der Ausbildung geschehen, dass man gesagt hat, man muss hier mehr darauf eingehen, so ein Kellereinbruch zum Beispiel, also muss nicht unbedingt ein Kriminalbeamter machen, kann auch der Funkwagen machen, der erstmal vor Ort ist. Wenn es aber dann, sag ich mal, wirklich in Raubdelikte hineingeht oder Sie haben irgendwelche Serienstraftaten oder so, dann geht es natürlich mehr in den kriminalpolizeilichen Bereich hinein. Also es gibt auch bei der Kriminalpolizei nochmal einen Bereich, der auch Bestandteil des Praktikums im Studium ist, die kriminalpolizeiliche Sofortbearbeitung, dass wenn nachts irgendwas passiert oder auch im Tage, erstmal die dorthin fahren, bevor diejenigen, die den Fall später auch bearbeiten, es übernehmen. Also Spurensuche vor Ort und dergleichen. Okay. Und diese Kriminalpolizei ist in welchen Behörden angesiedelt? Dann das Kriminalamt?
Ja, okay, jetzt gehen wir in die Organisationsstruktur der Polizei so ein bisschen rein, aber können wir ruhig machen. Mal ein bisschen so Überblick. Sie haben, Berlin ist aufgeteilt in 6 örtliche Direktionen, so ein bisschen an den Verwaltungsbezirken orientiert. Diese Polizeidirektionen sollen erstmal grundsätzlich ihre Arbeit oder das, was dort anfällt, an Straftaten, an Ordnungswidrigkeiten, sollen sie selbst erstmal bewältigen. Das heißt, sie haben sowohl uniformierte Polizisten dort als auch Kriminalpolizisten. Uniformiert ist immer Schutzpolizei. Immer Schutzpolizei. Ja. Die Kriminalpolizisten in einer örtlichen Direktion haben sowohl eine Sofortbearbeitung, das heißt also, wenn irgendwas passiert, dass sie dorthin erstmal fahren und haben auch eine sogenannte Sachbearbeitung. Das heißt also, dass bestimmte auch wieder nach dem Deliktskatalog, die jetzt örtlich eigentlich mehr oder weniger anfallen an Straftaten, werden örtlich bearbeitet von der Kriminalpolizei. Darüber hinaus haben sie nochmal ein Landeskriminalamt. Und im Landeskriminalamt, untechnisch gesprochen, alles, was einen überörtlichen Bezug hat oder was einen internationalen Bezug hat, wird dann mehr oder weniger ins LKA hineingegeben. Okay, aber diese Direktionen, diese Direktionen haben beides, also die Berliner Direktion, die genau. Haben die Schutzpolizei und die haben die Kriminalpolizei und machen im Prinzip erstmal so Grundeinstellung ist, sie bearbeiten erstmal alles selber und wenn es dann halt was gibt, was größer, organisierter, landesweiter ist oder so, dann übernimmt das LKA. Genau. So, da gibt es dann aber keine Schutzpolizisten mehr, da gibt es nur noch Kriminalpolizisten. Genau, da gibt es nur noch Kriminalpolizisten. Okay. Gibt es noch andere Behörden oder Institutionen, die irgendwie wichtig sind in dem Zusammenhang? Naja, sie haben, also mit denen wir halt zusammenarbeiten, ist noch, also es gibt eine Landespolizeischule, ist auch nochmal eine Säule, wenn man so will. Es gibt dennoch mal eine Direktion zentrale Aufgaben, die so Querschnittsaufgaben wahrnimmt, also wo die Wasserschutzpolizei bei ist, die Hubschrauberstaffel gibt es in Berlin. Eine Hundestaffel gibt es, die sind halt alle. Aber die können ja speziell angefordert werden, dann genau. Für bestimmte Aufgaben. SEK, wo ist das? Das ist wiederum im LKA, deshalb habe ich also jetzt nicht so hundertprozentig die Wahrheit gesagt, weil es meistens immer Schutzpolizisten sind und die sind mit im LKA angesiedelt. Hat aber so ein bisschen den Hintergrund, dass sie halt hauptsächlich, sag ich mal, fürs LKA auch arbeiten. Also, weil, wenn die letztendlich eingesetzt werden, dann hat es meistens halt immer einen Bezug auch zum LKA und deshalb sind die auch dort angesiedelt. Okay, verstehe. Na gut, aber so hat man mal so einen groben Überblick. Und ja? Ja, mich interessiert jetzt nochmal vom Studium her, also was diese verwaltungstechnischen Fragen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, was die in den sozialwissenschaftlichen Fächern machen müssen. Das ist ja auch viel textbasiertes Studium, das kann man sich, also kann man mit Fällen arbeiten. Wie tief müssen die denn in die Technik reingehen, in die Ingenieurwissenschaften oder von mir aus auch in Mathematik, Computertechnik und so weiter, wenn es um diese eher kriminalistischen Fragestellungen geht? Gar nicht. Bleibt an der Oberfläche. Genau, bleibt an der Oberfläche. Also es geht also wirklich darum, wenn wir uns die naturwissenschaftlichen Fächer anschauen, ist es in erster Regel wirklich nur zu erkennen letztendlich, wie werden Spuren gesichert, welche Spurenarten gibt es. Wenn es denn so ist, sage ich mal, dass diese Spuren gesichert werden, also um nur einen Teilbereich davon zu nennen, dann ist es so, dass das letztendlich in der polizeitechnischen Untersuchung untersucht wird. Und da gibt es dann, sage ich mal, spezielle Berufsfelder, Chemiker und dergleichen, die das dann auswerten. Das ist also nicht mehr Aufgabe der Polizei letztendlich, also ich weiß nicht, der Vollzugspolizisten. So. Okay, und das habe ich eben jetzt im Vorgespräch kurz gelernt, dass diese Chemiker und Ingenieure und wer da alles hinzukommt, das können auch Quereinsteiger sein, die sind in der Regel gar nicht immer bei der Polizei ausgebildet. Genau. Oder sind nicht bei der Polizei ausgebildet. Genau, und das, was Sie auch ansprachen, so mit Internet oder dergleichen, oder ja, wenn es also um IT letztendlich geht, sind auch meistens Bewerber, die halt von außen kommen letztendlich. Die Stellen werden gesondert ausgeschrieben und die sind zwar dann Angestellte im öffentlichen Dienst, aber das sind ja eigentlich auch keine Polizisten, ne? Nee, sind keine Polizisten. Genau. Okay. Okay, also das heißt. Ich habe auch noch eine letzte technische Frage. Ich meine, wie ist denn das? Jetzt kommen die jungen Leute da rein. Klar, die haben eine harte Aufnahmeprüfung hinter sich. Die sind wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Ich weiß, dass die Berliner Polizei für den gehobenen Dienst immer wahnsinnig viele Bewerber auf sehr wenig Lehrstellen hat. Ich kenne die Ratios nicht auswendig, aber ich weiß, es ist irre viel. Aber wie ist denn das? Fallen da welche durch im Studium? Ja, das ist durchaus auch gegeben. Also ist immer unterschiedlich, man kann jetzt wirklich keine feste prozentuale Zahl hier festmachen. Ja, es kommt auf den Jahrgang drauf an wahrscheinlich. Genau, es kommt auf den Jahrgang drauf an, aber mitunter, sag ich mal, 5-10%, die nachher letztendlich nicht bestehen. Und die sind dann raus. Die sind raus. Ja.
Ist jetzt mit dem Bachelorstudiengang auch etwas strenger geworden. Mhm. Hat natürlich alles damit was zu tun, dass der Bologna-Prozess ja auch bestimmte Vorgaben gibt oder Akkreditierungsagenturen. Mhm. Im Moment ist es bei uns so, dass praktisch ein zweiter Fehlversuch noch in einem Modul möglich ist und oder der zweite letztendlich dann zum Ausschluss führt. Mhm. Also man kann letztendlich eine Prüfung dann ja, einmal wiederholen, wenn man die nicht besteht. Das war es. Na gut, das gibt's. Ja, so ist es halt. So ist es, ja. Ja, so ist es. Okay, ich versuche mir das nur gerade so ein bisschen vorzustellen. Man bewirbt sich da für den gehobenen und höheren Dienst, überlegt sich dann erstmal. Gehoben. Okay, für den höheren bewirbt man sich nicht. Da wird man rein, da wächst man rein und macht Karriere. Nee, ist ein bisschen schwierig. Also für den höheren kann man sich auch bewerben. Auch diese Ausschreibung gibt es intern als auch extern. Mhm. Dort vorwiegend Juristen, es kommt aufs Bundesland drauf an. Es kann also auch sein, dass wenn halt Bedarf ist an anderen wissenschaftlichen Disziplinen, dass auch andere eingestellt werden. Ist aber nochmal ein komplett neuer Masterstudiengang, der in Kooperation halt mit Münster läuft, in den Bundesländern. Ah, okay. Aber man bewirbt sich also für den gehobenen Dienst, macht bei Ihnen das Studium, das Bachelorstudium und kann sich dann, muss ich vorher entscheiden, ob man Schutzpolizei oder Kriminalpolizei macht? Muss man sich richtig, vorher entscheiden. Genau. Mittlerweile. Okay, und dann macht man den Bachelor und dann? Und dann, ja, wenn man den Bachelor dann bestanden hat letztendlich, gibt es eine Probezeit. Das bedeutet also, man ist Beamter auf Probe, nicht Beamter auf Lebenszeit. Und muss bestimmte Stationen durchlaufen, die aber, also individuell will ich vielleicht nicht sagen, aber man kann sagen, also der Schutzpolizist geht entweder in den Bereich des Polizeiabschnittes hinein oder halt auf eine Einsatzhundertschaft, also ja alles, was so mit großen Lagen zu tun hat. 1. Mai und genau. Ja. Und ja, Fußball und dergleichen, also alles Mögliche, was es so gibt. Und die Kriminalpolizisten, die gehen einmal in diese örtlichen Direktionen hinein, also einmal die Sofortbearbeitung, die sie machen müssen, dann die Sachbearbeitung und müssen dann nochmal ins LKA. Das sind also die Stationen während der Probezeit, die jetzt aber nicht besonders ausgerichtet sind, also gerade was das LKA anbelangt, weil ja die Facette relativ groß ist, also dass man sagt, die müssen speziell in einem bestimmten Bereich. Das kann man sich ein bisschen aussuchen. Okay. Ja, oder sie werden halt mehr oder weniger da ausgesucht, wo gerade Bedarf ist. Okay, naja, gut. Was und dieses Studium, ist das ein Fulltime-Studium? Die machen dann nichts anderes? Die machen nichts anderes. Also es ist ein Vollzeitstudium, sind ja auch Beamte in der Zeit, das heißt also, sie bekommen auch ein Gehalt. Wie viel? Ja, so grobe Richtung, sag ich mal, 900 Euro brutto. Ungefähr müsste so im ersten Ausbildungsjahr sein. Aber kann man nochmal, da gibt es nochmal Berechnungsbeispiele auch auf der Internetseite von der Berliner Polizei. Ja. Da sieht man es auch nochmal. Haben ja auch nicht alle Studierenden, ne? Nö, es ist ja auch, also ich würde sagen, es ist ein duales Studium, denn diese Praxisphasen sind ja fest vorgegeben und müssen ja auch dann, sind eingebaut in das Studium. Ne? Also man könnte eigentlich sagen, es ist ein duales Studium, bezeichnen wir nicht ganz so, weil es ein interner Studiengang ist, aber normalerweise ein dual. Also vergleichbar jedenfalls mit dem. Genau. Und ist das dann, wechselt sich das so tageweise ab, dass man, oder wochenweise, dass man eine Woche Praxis hat und eine Woche Studium, oder wie ist das so aufgeteilt? Nee, also wir haben es so gemacht, weil es organisatorisch auch nicht anders machbar ist, dass die Studierenden immer ein Semester bei uns sind. Mhm. Also im Moment ist es so, dass sie sogar die ersten 4 Semester, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt im Bachelor sogar bei uns sind und im 5. Semester komplett rausgehen. Also das heißt in die Polizeibehörde, wo die Praktika durchgeführt werden. Da kriegen sie auch mal was mit. Das genau. Ist gut. Und halt auch die ganzen Ausbildungsstationen. Dazwischen gibt es immer wieder bestimmte Phasen, wo sie halt auch mal in die Polizeibehörde gehen. Das, was während der ganzen Studienzeit parallel läuft, ist halt die Sportausbildung mehr oder weniger, dass sie auch einmal die Woche zum Sport müssen. Nochmal, ich wollte noch mal ein bisschen inhaltlich was fragen. Also es gibt sozusagen diese Schutzpolizeiausbildung und die Kriminalpolizeiausbildung. Also bei der Schutzpolizeiausbildung haben Sie gesagt so, ja, Einsatzplanung, Razziaplanung, große Lagen, wie Sie das nennen. Geben Sie mal ein Beispiel. Ich meine, Wie geht man so vor? Wie geht so ein Polizeiführer vor, wenn man jetzt, mein gut, 1. Mai ist natürlich ein Riesenevent, ja. Aber nehmen wir mal irgendwie, weiß ich nicht, Hertha spielt oder so. Ja, wir können auch vielleicht ganz banal anfangen, also weil die Kollegen werden nicht gleich als Führungskräfte eingesetzt, sondern die werden ja dann erstmal eingesetzt, sag ich mal, im Funkfach-Einsatzdienst. Also es bedeutet, also es geht erstmal um Fragen, erstmal, wann darf ich überhaupt einschreiten? Also ja, wenn ich irgendein Straftäter habe letztendlich, der hat gerade ein Auto aufgebrochen, dann geht es ja darum, also wie gehe ich an das Fahrzeug letztendlich ran, also ohne dass ich mich selber gefährde, was darf ich eigentlich, also welche Straftat begeht der, ne? Das ist die erste Frage, die ich mir erstmal stellen würde. Das heißt, in einer extremen Tiefe aus meiner Sicht müssen die Studierenden erstmal sagen, welche Straftat liegt vor, welche Besonderheiten sind da zu prüfen und dergleichen. Dann geht es in einem anderen Studienfach weiter,
dürfte man den überhaupt festhalten? Wie lange darf ich ihn festhalten? Wann muss ich dem Richter vorführen, dieser Person? Denn am Tatort weiter geht es ja darum, welche Spuren müsste ich eigentlich an diesem Fahrzeug sichern, damit ich den Beweis sicher auch überführen kann. Also da kommt eine ganze Menge an Kompetenzen eigentlich zusammen, bei so einem ganz banalen Fall vielleicht, wo man erstmal sagt, naja, so viel ist da nicht dran, was aber geplant wird. Und um jetzt vielleicht noch mal auf das Einsatzmanagement drauf zurückzukommen, könnte man jetzt auch noch sagen, ich habe jetzt mehrere Kfz-Aufbrüche in den letzten Tagen gehabt, was tue ich da eigentlich? Also wie kann ich versuchen, den Täter habhaft zu werden? Da können wir reingehen in die Kriminologie, dass ich mir Gedanken mache darüber, wie geht der Täter eigentlich, der typische Täter eigentlich vor? Wie erkenne ich den typischen Täter, dass ich vielleicht auch bestimmte Daten auswerte und mache mir dann noch ein Konzept, wenn ich jetzt ja, also diesen Täter festnehmen möchte? Wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür eigentlich? Mit welcher Qualifikation brauche ich? Welche Fahrzeuge brauche ich? Kann ich ihn observieren? Also können wir wieder ins Rechtliche vielleicht rein. Also es ist immer wirklich recht komplex, wo man auf den ersten Blick sagen würde, na, so viel hängt da eigentlich gar nicht mehr dran. Aber das versuchen wir halt im Studium letztendlich zu vermitteln. Also diese Brandanschläge zum Beispiel auf die Autos, war das eine kriminalpolizeiliche Sache oder war das Schutzpolizei? Das war eher eine kriminalpolizeiliche Lage, würde ich sagen. Das war ja eine Serie. Das war eine Serie, genau. Ne? War landesweit mehr oder weniger. Da haben sie auch schön die politische Dimension letztendlich drin, weil es ja letztendlich nicht eine Auswirkung auf die Polizei hat, sondern ist ja dann, sag ich mal, wirklich schon, dass man sagt, auf der politischen Ebene wird ja sogar darüber diskutiert. Über diese Funkzellenabfrage, ne? Durfte man sozusagen die Funkzellen abfragen, um die Täter habhaft zu werden und hat man da nicht viele andere eingefangen. Und das muss man dann quasi als Polizeiführer abschätzen. Genau. Ja, ob man das will. Und es müssen auch die Mitarbeiter müssen es auch wissen letztendlich. Ne? Also man verlangt schon von jedem Polizeibeamter, dass er einschätzen kann, kann ich denn so eine Funkzelle letztendlich abhören? Darf ich nur Handy abhören? Welche Vor- und Nachteile? Also es wird auch also bei uns Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen natürlich darüber diskutiert, ist es zulässig, nicht zulässig, geht auch rein bis in die Grundrechte. Ne? Also es ist ja auch so, dass wir den Studierenden natürlich vermitteln, welche Grundrechte existieren überhaupt, wie weit kann ich eingreifen in solche Grundrechte. Also da gibt es ja mannigfaltige Beispiele. Ich war gerade vorgestern an der Friedrichstraße, haben sich zwei Leute geprügelt und da kamen halt auch Streifenwagen an, so mit Blaulicht, zwei Stück und die Polizisten sprangen halt raus und legten dem einen sofort Handschellen an. Mhm. Wo ich so auch so dachte, das ist aber auch ein entschiedenes Vorgehen jetzt so, ne? Also vielleicht wussten die vorher schon was, keine Ahnung, vielleicht kannten die ihn schon ja. Oder so. Aber das kann sind so Fragen wahrscheinlich. Genau. Ne? Also kann ich dem jetzt einfach Handschellen anlegen? So, ne? Ich meine, gut, die haben sich geprügelt, haben sich beide geprügelt da. Ja, so, ne? Na ja. Und dann lief der eine Zeuge weg und dann sagten alle, hey, der Zeuge ist weg und die Polizisten hatten aber mit den beiden zu tun und so. Aber so ist das so, genau, Studienfälle. Und tatsächlich kann man da aus vielen Richtungen drüber nachdenken. Ja. Ne? Und man muss ja schnell entscheiden können, man muss kompetent entscheiden können. Am Ende hält man ja seinen Kopf, finde ich, nur vor den Vorgesetzten, sondern im Grunde auch vor der Öffentlichkeit. Das ist schon anspruchsvoll, würde ich jetzt so, wenn Sie darüber erzählen, ja, der Autoaufbruch, gut, ich meine, ich würde sagen, halt ihn fest. Genau. Aber es geht auch darum, also wir können ja auch reingehen in die Psychologie, also wie vernehme ich ihn letztendlich, also welche Fragen muss ich stellen, wie gehe ich mit dem Zeugen oder wie gehe ich mit dem Beschuldigten letztendlich um, also auch das spielt ja letztendlich mit rein. Was sind das für junge Leute, die da bei Ihnen sind? Was bewegt die so? Ist ein bestimmter Menschenschlag? Man sagt ja immer, es gibt bestimmte Klischees, die in bestimmten Wissenschaften einfach immer wieder auftauchen. Ist das bei den Polizisten auch so? Also ich würde jedenfalls sagen, wenn ich über den Campus laufe, ja. Ne? Also man erkennt sie. Sieht man ihnen das an? Man erkennt sie. Also wir sind ja eine recht große Hochschule mit 8.500 Studierenden mittlerweile. Und man muss schon sagen, ich glaube, man erkennt sie. Also schon eine bestimmte Art und Weise von Mensch in irgendeiner Form. Ist vielleicht auch geprägt dadurch, dass man sagt, naja, es ist ein Beamtenstatus. Ne? Also nicht jeder will ja einen öffentlichen Dienst, nicht jeder will Beamter werden. Das ist ja so ein doch festgefahrenes Leben in irgendeiner Form. Ist vielleicht auch die Sicherheit, aber ich denke mal auch das Spannende am Beruf. Also weil der Beruf ist wirklich in der Tat sehr abwechslungsreich. Also gerade kann auch gefährlich werden. Ja, klar. Also ohne Frage ist dieser Beruf auch gefährlich. Ich denke aber, er bietet halt ganz, ganz viele Sachen. Also gerade wenn man sich so mal die Polizei anguckt, welche unterschiedlichen Dienststellen es später dann noch gibt. Also ich habe jetzt nur den Berufseinstieg dargestellt, aber danach kommt ja eine ganze Menge noch. Also egal, in welche Bereiche ich hineingehe, also Kriminalpolizei, in die Sachbearbeitung. Was heißt Sachbearbeitung? Das heißt so, naja, also das ist ja praktisch letztendlich, die Polizei bereitet ja für die Staatsanwaltschaft alles vor. Ja. Das heißt, sie haben also bestimmte Kommissariate, die sich halt um Branddelikte nur kümmern oder nur um Raubdelikte. Und dazu gehört halt letztendlich, die bekommen den Vorgang und es muss natürlich ermittelt werden weiter.
Sachbearbeitung deshalb, weil ja letztendlich der Sachbearbeiter dann entscheidet, wer muss nochmal vernommen werden, muss nochmal eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt werden, müssen nochmal Beweise sichergestellt werden. Das macht er letztendlich also im Rahmen der Sachbearbeitung alles. Und der sagt, pass auf, wir haben hier den Fall und das müssen wir irgendwie, den müssen wir Vorlage fertig für die Staatsanwaltschaft genau, irgendwie machen. Genau. Und da fehlt noch A, B, C, das ist noch nicht dicht und das ist auch noch nicht dicht. Richtig, genau. Und dann sitzt der auch und grübelt nochmal, was zu machen ist oder was, genau, was genau nicht zu machen ist oder was falsch gelaufen ist. Und dann halt nochmal, also dann gehen wir wieder im schutzpolizeilichen Bereich hinein, dann werden vielleicht Dienststellen angefordert, eine Hundertschaft, die nochmal ein Waldgrundstück durchsuchen soll oder dergleichen. Also von daher auch dieses Zusammenspiel letztendlich. Mhm. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, es gibt ja also dann nochmal im Bereich der Schutzpolizei diese direktionszentrale Aufgaben, also die überörtlich tätig ist, also wo Bereitschaftspolizei drin ist oder Hundeführer oder dergleichen. Und auch dort gibt es halt die Möglichkeit, dass irgendwann dann nach dem Studium der Student sich entscheiden kann oder der Polizist und kann sagen, ich möchte gerne zur Wasserschutzpolizei, ich möchte gerne Hundeführer werden, mich technisch ein bisschen ausleben, mehr oder weniger im Berufsleben und dann kann er halt sich dementsprechend auch weiterentwickeln. Also es gibt sehr viele verschiedene Tätigkeitsfälle innerhalb der Polizei, die man so als Berufsanfänger noch gar nicht ahnt. Mhm. Wir waren eben gerade noch dabei stehen geblieben, also bei der schutzpolizeilichen Ausbildung so ein bisschen gesagt, und was da so gelehrt wird, was Inhalt des Studiums ist. Was mich nochmal interessieren würde inhaltlich tatsächlich, wie man solche Lagen, wie das dann immer so heißt, plant. Ne? Also 1. Mai, wie gesagt, das ist ein bundesweit einheitliches Event eigentlich. Aber so, na, sagen wir mal, Fußballspiel. Ne? Da kommt dann irgendwie Hooligan-Truppe A und Hooligan-Truppe B. Und ich weiß nicht, wie viele Polizisten einmal dann so im Einsatz sind. Vielleicht 200, 300, 400 Hundertschaften, irgendwie sowas in der Größenordnung. Wie geht man sowas an? Ja, im Grunde genommen Karte an der Wand und sagt, hier ist das Stadion. Und na, das kennen wir doch, oder? Das kennen wir doch wirklich aus dem Fernsehen, wie das geplant wird. Ja, also im Grunde genommen, also da sind wir wieder im Studium drin. Also wir, also es gibt zum einen gibt es halt einsatztaktische Grundsätze, die sich über Jahre entwickelt haben und die auch bundeseinheitliche Gültigkeit haben, also auch ein Teil halt der Einsatzwissenschaften, wo man halt sagt, wie geht man mit so einer geschlossenen Einheit um, wer führt die eigentlich, welche Organisationsformen gibt es dafür? Und um jetzt nochmal auf Ihr Beispiel zurückzukommen, also man würde erstmal überlegen, okay, man muss ja erstmal, und da gibt es dann auch wieder rechtliche Vorgaben, man muss erstmal mit dem Veranstalter sprechen. Da kommt jemand daher und sagt jetzt, also als Beispiel, ich mache ein Sportevent, da muss man mit dem erstmal reden. Ne? Also wen erwartet er, wie viele Teilnehmer erwartet er eigentlich? Gab es Störungen, gab es in der Vergangenheit irgendwelche Störungen, irgendwelche Ausschreitungen oder dergleichen? Dann guckt man sich die Örtlichkeit an, entscheidet, also gibt es da irgendwelche Besonderheiten oder dergleichen. Ne? Und wer macht das schon in der Polizei? Wer ist dafür zuständig? Ist das so ein von der Ebene her? Ja, von der Ebene. Ja, von der Ebene ist es schon der gehobene Dienst. Also ja. Es gibt sogenannte Einsatzbereiche in den Direktionen, also einmal auf einer Direktionsebene als auch in den Polizeiabschnitten, je nachdem, wer denn nachher später diesen Einsatz führt. Wo denn halt diese Einsätze so vorbereitet werden. Okay, und dann geht man dann dahin und spricht mal mit dem Veranstalter, guckt sich das Gelände mal an. Genau. Und dann gibt es halt bestimmte Grundsätze, die man halt lernt während des Studiums. Also wie gehe ich mit so einer Sportveranstaltung um? Wie gibt es da Besonderheiten? Also eine Besonderheit ist zum Beispiel, was wir auch alle kennen aus der Praxis, aus dem Fernsehen, wenn da rivalisierende Fans sind, man trennt sie halt, diese Fans. Ne? Der eine geht links ins Stadion rein, der andere geht rechts ins Stadion rein. Ich muss im Stadion selber dafür sorgen, ein bisschen, vielleicht sprechen wir darüber noch über Sicherheitsmanagement, vielleicht damit drin, weil ich dann ja mehr oder weniger einen privaten Betreiber habe, beziehungsweise ich habe halt private Sicherheitsdienste, mit denen ich mich abstimmen muss, die im Stadion wieder zuständig sind, denn die Fans übergeben letztendlich. Aber an diese Sicherheitskonzepte, die dann von Polizeiseite aus vorgeschlagen sind, müssen sich Veranstalter auch halten. Genau. Ja. Mhm. Also es wird abgestimmt. Also halten kann man direkt nicht sagen, es wird abgestimmt. Mhm. Also gerade so bei Fußballveranstaltungen oder Sportveranstaltungen muss man sich vorstellen, dass halt in aller Regel die Fußballvereine Fanbeauftragte haben, die kommen halt zusammen. Dann kommt halt die Polizei, dann kommt der private Sicherheitsdienstleister, dann kommt eventuell die BVG noch mit dazu, weil die auch dann dementsprechend mit der Bahn durch die Stadt fahren. Also alle Beteiligten treffen sich vorher am Tisch und besprechen erstmal aus ihrer Sicht ihre Probleme und dann versucht man halt... Und da, ja, beim Fußball haben ja auch erstmal alle hohes Interesse an großer Sicherheit für jeden Einzelnen, genau, der dieses Veranstaltung. Aber es gibt sicherlich auch Veranstaltungen, da hat man vielleicht, obwohl... Nee, also größere Veranstaltungen, nee, da also eigentlich steckt nicht. Also so viel Geld drin wahrscheinlich. Also man kann schon sagen, alles was professionell in irgendeiner Form stattfindet, hat eigentlich jeder hohes Interesse daran, dass es sicher abläuft. Mhm. Okay, nochmal kurz, ja, okay, bevor wir dann sozusagen zum Sicherheitsmanagement das kommen. Das ist nämlich wirklich spannend. Aber so, nochmal so ein paar Beispiele aus dem kriminalpolizeilichen Studium. Was
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, okay, man kommt an den Tatort, welche Spuren gibt es, wie sichert man die, was sind das noch für so Sachen, die man da lernt grundsätzlich? Na, es geht also einmal, dieser Bereich Kriminologie zum Beispiel ist extrem wichtig, also ich mir auch Gedanken mache, also wir sind ja nicht nur repressiv tätig, sondern auch präventiv tätig. Was kann ich eigentlich im Vorfeld eigentlich tun vor einer Straftat, also wie kann ich beraten? Es gibt städtebauliche Gesichtspunkte, die man berücksichtigen kann, wo man also auch mit reingehen kann als Polizei. Wird auch immer stärker gemacht, wo man sagen kann, naja, also bestimmte bauliche Gegebenheiten kennen wir alle, ne? Wenn es hell ist oder Büsche sind runtergeschnitten oder dergleichen, hat der Täter halt weniger Möglichkeiten, in irgendeiner Form Straftaten zu begehen. Also auch das wird alles aufgegriffen. Also Täter vorgehen, wie entstehen Straftaten letztendlich, also aus kriminologischer Sicht. Was müssen halt für, oder welche Faktoren sind eigentlich in der Regel immer vorliegend, um halt so eine Straftat letztendlich begehen zu können, und dann natürlich auf der polizeilichen Seite, wie kann ich sie verhindern? Also wir haben diesen kriminologischen Bereich drin, wir haben halt die Kriminalistik, also wie man grundsätzlich so eine Vorgänge anlegt, wie man grundsätzlich auch vorgeht bei den Ermittlungen, wer ist eigentlich alles Zeuge, also auch die Fragen müssen ja letztendlich beantwortet werden. Das kommt, spielt mit rein, wir hatten vorhin die Soziologie dabei, also Berlin auch als urbaner Raum zu betrachten, also dass man halt wirklich interdisziplinär an die Probleme rangeht. Und da haben sie halt natürlich eine ganze Menge an Studienfächer, Kompetenzen, die man so vermitteln kann, in der Hoffnung, und ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut, dass die Studierenden es dann später auch umsetzen können in Konzepte. Also wenn wir jetzt nochmal auf das Einsatzmanagement zurückgehen, was Sie vorhin sagten, also aus dem schutzpolizeilichen Bereich, auch dort natürlich zu betrachten, wie gehen denn die Täter vor, was haben die denn eigentlich vor, weil das letztendlich ja mich auch in der Einsatzplanung ja auch beeinflusst ein Stück weit, nämlich was will denn eigentlich so ein Fußballfan, oder wenn man an die Hooligans denken, die wollen ja meistens im Stadion gar nichts machen, sondern die suchen ja dann die Gewalt außerhalb des Stadions. Und diese ganzen Kompetenzen zu vermitteln, ist eine ganze Menge, was man eigentlich so in 3 Jahren rüberbringen muss. Okay, kommen wir nochmal zu den anderen beiden Studiengängen, die Sie da noch machen. Sicherheitsmanagement, ja. Und der andere ist? Security Management als Master. Also Bachelor und Master sind die. Genau, Bachelor und Master. Genau. Ja, sagen Sie mal, was ist das? Genau, also da kann man sagen, dass es seit, also bei uns jetzt seit 7 Jahren an der Hochschule, ist aber ein bundesweiter Trend eigentlich, dass man sagen kann, dass halt gerade das Sicherheitsgewerbe, was wir vielleicht mal mit dem Nachtwächter festmachen oder mit den privaten Sicherheitsdiensten, die uns, sag ich mal, als Doorman oder dergleichen immer wieder begegnen, das macht man erstmal so mit Sicherheitsmanagement oder privater Sicherheit fest, ist es bei Weitem nicht. Also das hat sich sehr stark professionalisiert, und wenn wir an große Konzerne denken, die halt alle einen Bereich der Unternehmenssicherheit haben, also wenn wir Produktpiraterie uns anschauen oder alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, genau, Industriespionage, bis hin natürlich, dass der private Bereich ja von dem staatlichen nicht abgedeckt wird. Also wenn ich ein Werksgelände nehme, wir in Berlin sind davon nicht so betroffen, aber wenn wir so nach Süddeutschland schauen, BASF oder dergleichen, sind ja große Firmen, sind ja fast Städte letztendlich, die dort entstanden sind, die brauchen auch ein Sicherheitsmanagement. Das wird vom polizeilichen Bereich nicht abgedeckt. In der Vergangenheit war es so, dass ehemalige Bundeswehrsoldaten, dass vielleicht auch viele aus der Polizei dort hineingegangen sind und Führungsfunktionen wahrgenommen haben. Und jetzt kann man sagen, dass halt seit 7 oder auch vielleicht seit 10 Jahren halt der Trend ist, dort viel stärker zu professionalisieren, also auch den Ausbildungsstand wesentlich besser darzustellen. Und somit war es halt für uns ein Grund vor 7 Jahren, dass wir gesagt haben, wir machen Studiengang Sicherheitsmanagement, der natürlich ähnliche Kompetenzen wie in der Polizei abdeckt, also gerade wenn wir das Rechtliche sehen, aber natürlich bestimmte Kompetenzen auch wieder ausschließt. Also weil Eingriffsrechte im eigentlichen Sinne existieren nicht wie bei der Polizei. Mhm. Hier haben wir dann vielleicht einen ganz anderen Fokus, also einmal auf die sogenannten Jedermannsrechte, also was jeder von uns letztendlich auch wahrnehmen kann, aber natürlich auch viel mehr im gewerberechtlichen Bereich. Umweltrechte, Datenschutz oder dergleichen, die man halt dort aufnimmt. Bis hin natürlich, dass das Einsatzmanagement oder Risikomanagement, was ja auch mit dazu zählt, auch nochmal besonders geschult werden muss. Also viele wollen ja natürlich eine Risikoanalyse haben. Also wie gefährdet ist mein Unternehmen letztendlich, sodass unser Fokus dann in diesem Bereich ist. Wo forscht man denn da? Also was ist das? Das ist ja auch ein Studium und das ist ja auch eine Wissenschaft. Ja. Also was sind denn so Forschungsfragen? Also das, was Sie gesagt haben, macht alles total Sinn, erinnert aber auch in großen Teilen an eine klassische Ausbildung. Es wird halt Wissen vermittelt und rechtliche Lagen und. Aber jetzt gibt es ja auch, wie gesagt, vielleicht auch Forschungsgebiete, wo ungeklärte Fragen offen sind und sich Wissenschaftler mal ranhängen und überlegen, was man da
für Antworten finden könnte. Was ist das so in Ihrem Bereich? Also es ist genau der Bereich, den ich eigentlich schon vorher sagte. Also wenn man sich das Sicherheitsmanagement anschaut, das lebt eigentlich seit Jahren davon oder seit Jahrzehnten kann man fast davon sagen, einfach nur so ein Weitergeben von eigenen Erfahrungen, die bislang wissenschaftlich nicht weiter untermauert wurde. Also gerade so Krisenmanagement oder dergleichen ist nicht in irgendeiner Form jemals untersucht worden. Also während ich ja in allen wissenschaftlichen Disziplinen eigentlich alles schon irgendwo mal untersucht wurde, aber wenn wir jetzt ins Krisenmanagement hineingehen, wie funktioniert eigentlich so ein Krisenmanagement? Gibt es da bestimmte Aspekte, die man besonders berücksichtigen muss, wenn man sowas plant? Also das wären alles Forschungsfragen, ist aber im Kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also eine Fachhochschule, wie wir ursprünglich mal waren, das heißen sie alle Hochschulen, sind ja in erster Linie erstmal sehr anwenderorientiert, wo die Forschung erstmal ein Stück weit zurücksteht. Unser Fachbereich jetzt, also Polizei- und Sicherheitsmanagement, ist aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr, sehr weit schon, also im Bereich der Forschung, unsere Hochschule aber grundsätzlich eigentlich schon sehr weit in der Forschung, sodass wir uns diesem Feld jetzt allmählich immer mehr öffnen, also dass wir in den Bereich hineingehen. Es gibt auch sehr viel Fördermöglichkeiten mittlerweile, dort Projekte durchzuführen. Mhm. Wir haben im Rahmen des Studiums, um da noch kurz anzuschließen, haben wir die Möglichkeit, Vertiefungsgebiete durchzuführen. Das heißt, auch dort wieder versuchen wir oder führen wir auch durch mit den Studierenden Projekte, die auch in Forschungsfragen letztendlich hineingehen, also ob es Fragen der subjektiven Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr ist oder dergleichen, die natürlich auch von anderen Disziplinen schon mal betrachtet wurden, aber die wir halt aus unserer Sicht dann auch betrachten. Das kann man sich gut vorstellen, etwa aus der Psychologie, aus der Soziologie Fragestellungen aufgreift. Genau. Ja, so Fragen wie Wirksamkeit von Videoüberwachung zum Beispiel. Genau. Ist ja so subjektives eine Frage. Empfinden, subjektive Psychologie. So. Ich habe neulich auf PBS, also dieses Public Television da in den USA, so eine ziemlich lange Geschichte gesehen über diese klassischen, diese klassischen Spuren, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, also Fingerabdrücke oder Würgemerkmale oder so, wo da in dem Film dargestellt wurde, dass es halt so in der Kriminalistik ziemlich so gesetzte Sache ist, es gibt den Fingerabdruck nur einmal. So, jeden Fingerabdruck gibt es nur einmal und wenn man den Fingerabdruck auf der Tasse findet, dann kommt der von dieser Person. Und die haben die These aufgestellt, dass ganz viele von diesen Spuren nie wissenschaftlich untersucht wurden. Also es wurde angeblich, haben sie gesagt, nie wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich der Fingerabdruck nur einmal existiert. Weil die haben dann auch so Fälle rausgezerrt, wo dann Leute, also 7 Fingerabdruck-Gutachter gesagt haben, ja, dieser Fingerabdruck kommt von Person A, er kam aber nicht von Person A, sondern er kam von Person B. Mhm. Und die einzige Spur, die sie sozusagen wissenschaftlich fundiert dargestellt haben, ist halt die DNA-Analyse. Mhm. Aber alles andere wie Würgemerkmale oder Bisswunden, so nach dem Motto, da ist die Bisswunde, wir machen wir suchen halt eine bestimmte Gebissform, ist nicht erwiesen, dass es diese Gebissform nur einmal gibt. So. Inwiefern beschäftigen Sie sich mit solchen Fragen? Ja, würde ich eher sagen, Moment nicht so. Ja. Also ist auch also eher denn. Das nicht im Sicherheitsmanagement. Hat nee, das nicht. Das meine ich jetzt auch nicht. Also war ja noch so. Wir sind nochmal im polizeilichen Schwenk gemacht. Ist aber eher, denke ich mal, eine Frage so aus der medizinischen Sicht. Ja. Also wir haben zum Beispiel bei uns an der Hochschule auch eine Gerichtsmedizinerin, hatte ich vorhin auch vergessen zu erzählen. Also, dass die Leute natürlich auch mal sehen, letztendlich, wie sieht eine Leiche aus? Also, welche Merkmale gibt es letztendlich? Also, weil sie natürlich damit auch später mal zu tun haben werden. Das wird natürlich auch gemacht. Also, der gerichtsmedizinische Aspekt ist genauso in der Ausbildung auch mit drin. Da steckt oder da sage ich mal, ist wirklich das Gerüst von 3 Jahren oder der zeitliche Ansatz von 3 Jahren zu gering, um da wirklich noch wissenschaftliche Fragen mit den Studierenden zumindest aufzuwerfen. Mhm. Ansonsten gibt es schon, denke ich mal, eine ganze Reihe von Fragen, die wir gerade bei, denke mal, eher so im Sicherheitsmanagement, die man aufgreifen kann, weil auch die Facette, also dort, wo die Leute später mal in den Beruf einsteigen, relativ oder sehr, sehr groß ist. Also man kann nur sagen, dass wir, sag ich mal, einen Grundstock geben können, aber wo die nachher tatsächlich nachher ihre berufliche Heimat finden, ist sehr facettenreich. Mhm. Und von daher kann man auch während des Studiums dort viel mehr forschen oder, sag ich mal, als Hochschule auch viel mehr forschen. Mhm. Also ich sehe dann ein viel größeres Forschungsfeld als im polizeilichen Bereich.
Um Sicherheitsmanagement zu skandieren. Sie hatten, oder Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist ja auch die Verkehrssicherheit, Verkehrswesen. Genau. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass man da rein empirisch einfach wahnsinnig viel Forschungsarbeit betreiben kann. Unfallvermeidung, was weiß ich, Sicherheit an Flughäfen, an Großdrehkreuzen. Machen Fahrradwege auf der Straße Sinn oder eher auf dem Bürgersteig? Das kann man ja empirisch untersuchen. Genau, diese Sachen. Ne? Also da gibt es wirklich sehr viel, gibt es aber natürlich auch andere wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark mit involviert sind, wie halt Psychologie halt, also gerade was so Verhalten von Verkehrsteilnehmern anbelangt. Aber eine Forschungsfrage. Entzieht sich jeder vernünftige. Also eine Forschungsfrage, die wir zum Beispiel mal gemacht haben im Rahmen der Verkehrslehre bei mir, war halt, wer sind überhaupt die Täter von tödlichen Verkehrsunfällen? Also gibt es da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten? Also kann man sagen, dass jemand grundsätzlich delinquent ist oder ist es einfach ein Zufallsprodukt, dass jemand tödliche Verkehrsunfälle Und gibt es, haben Sie was gefunden? Ja, schwer. Also es gab sowohl als auch. Also wir haben in einem Jahr ganz stark alles vorbelastete Täter gehabt. Also wo man so wirklich sagen kann, die neigen alle schon zu irgendwelchen Straftaten letztendlich. Ein anderes Jahr war es gar nicht. Also dafür war die Versuchsreihe nachher von 5 Jahren zu einfach klein, zu klein. Aber es ist halt sehr aufwendig, die ganzen Verkehrsunfälle letztendlich auszuwerten und aufzubereiten. Da bräuchte man auch eine Masse an Studierenden, die das dann nachher machen. Oder aber die hatten wir letztendlich. Also wir haben das, glaube ich, mit 10 Studierenden pro Jahr gemacht, dann auch über mehrere Jahre. Das ist schon viel. Und da sind wir auch der Frage nachgegangen, Aggressionsdelikte im Straßenverkehr. Da kann man schon feststellen, dass man da, sag ich mal, durchaus eine Verbindung schaffen kann zwischen Leuten, die schon grundsätzlich zu Straftaten neigen oder schon mal auffällig waren bei Straftaten und dann dementsprechend auch im Straßenverkehr zu Aggressionsdelikten neigen. Also da kann man schon eher ein bisschen ableiten. Aber da kann man halt, sag ich mal, diese Fragen kann man natürlich, oder diesen Fragestellungen kann man natürlich nachgehen im Rahmen des Studiums. Bei der Polizei zum Beispiel. Love Parade fällt mir noch ein, so als Sicherheitsdesaster. Ja. So, ne? Ist wahrscheinlich auch ein Lehrbeispiel, oder? Ja, obwohl es noch zu frisch dafür. Aha. Also es ist noch zu frisch, aber es ist dann eher so ein Thema eigentlich für den Bereich des Sicherheitsmanagements. Also weil, ja, Polizei ist natürlich vor Ort und wenn es natürlich zu Straftaten kommt oder gefahrenabwehrende Maßnahmen, macht es die Polizei. Die Hauptverantwortung, muss man aber schon sagen, bei so einem großen Event ist halt bei diesen Veranstaltern. Und da ist dann so eine Frage, da kommen auch wieder mehrere Disziplinen zusammen, ne, dass man halt sagt, wie müssen dann überhaupt Evakuierungen, wie müssen Räumungen sein, wie müssen Rettungswege sein. Und das sind Fragen, die sich halt nicht die Polizei stellt oder mit denen sich die Polizei auseinandersetzt. Das sind dann Fragen eher des Sicherheitsmanagements, die dann, wie gesagt, bei uns in dem anderen Studiengang dann eher ein Thema sind. Werden diese Sicherheitsmanager, die Sie ausbilden, wir sprachen jetzt vor allem von privaten Sicherheitsfirmen, bei denen die eingesetzt werden, aber vielleicht auch bei anderen Behörden, also außerhalb des Polizeidienstes, Städte, Länder, Gemeinden, die solche Leute einstellen, um Sicherheitsfragen zu bearbeiten? Also ist denkbar und teilweise ist es auch geschehen. Also wir umschreiben es immer mit drei Wörtern, die vielleicht nicht ganz so zutreffend sind. Das heißt die kommunale, gewerbliche und betriebliche Sicherheit. Also weil man muss sich ganz klar natürlich vom privaten Sicherheitsdienstleister hier lösen. Das ist nicht wirklich das Feld, wo wir ausbilden, sondern eher so eine mittlere Management-Ebene. Das bedeutet, Sie haben also einmal, wie gesagt, in den Unternehmen selber haben Sie Sicherheitsbereiche, wo die halt unterkommen, also große Konzerne. Dann haben Sie natürlich auch das Feld der Beratungsfirmen, also die natürlich auch Sicherheitskonzepte schreiben, auch für große Events. Bis hin, dass wir schon Absolventen hatten, die halt zu Ordnungsämtern in anderen Bundesländern gegangen sind, als Ordnungsamtsleiter. Also auch die Möglichkeit haben Sie. Hier ist es halt so, denke ich mal, dass der öffentliche Bereich sich erstmal öffnen muss. Der öffentliche Bereich ist natürlich noch stark daran verhaftet, eigene Ausbildungsgänge zu schaffen und, sag ich mal, eigene Voraussetzungen, damit Leute dann bei Ihnen in den Behörden tätig werden. Dabei so teilweise Nachwuchsfragen nicht geklärt wurden in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich auch durch die Abschmelzung des Personals in diesen Bereichen, ist es sehr wohl so, dass die jetzt Nachwuchsprobleme haben und natürlich auch schon das eine oder andere Mal bei uns anfragen und sagen, wie sieht es denn aus, könnten wir die auch bei uns einsetzen. Dadurch, dass wir sie sehr breit ausbilden, also jetzt nicht für bestimmte Sicherheitsbereiche, denke ich mal, haben sie ein gutes rechtliches Gerüst zumindest, also können rechtssicher anwenden und kommen dann in diese Bereiche auch unter und kriegen halt noch die anderen Kompetenzen, die ich also teilweise auch bei der Polizei ansprach, denn aber ein bisschen anders noch ausgerichtet, wie halt Soziologie, Psychologie oder dergleichen, Politikwissenschaften. Die Module sind dann vielleicht ein bisschen stärker noch bei uns kompetenzorientiert, also in dem Sicherheitsmanagement-Studiengang, Risiko im gesellschaftlichen Kontext und dergleichen, also wo man dann denke ich mal schon sehr, sehr, sehr breit, aber sehr gut eigentlich vorbereitet für eine Tätigkeit, um halt sowohl im öffentlichen Dienst als auch im privaten Sektor unterzukommen.
Auch hier wieder hört sich für mich eher an wie so ein Studiengang, also wo solche harten Kompetenzen im Sinne von mathematisch, Ingenieur, naturwissenschaftliche Bereiche nicht in starkem Maße abgedeckt sind, sondern es ist wirklich ein Fallbeispielstudium eigentlich. Genau. Ne? Mhm. Also man geht hier eher davon aus, dass die Leute, wenn sie denn diese Kompetenzen brauchen, also wenn wir jetzt nochmal auf den Brandschutz zum Beispiel zurückkommen. Da muss man ein bisschen was über Chemie wissen. Genau, also Brandschutz, sage ich mal, ist jetzt ein Bereich, der doch ja sehr, oder der aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften letztendlich kommt, wo man sagt, diese Kompetenzen müssen die Leute sich dann holen. Also sie müssen wissen, dass es sowas gibt, sie müssen wissen, wie es funktioniert im Groben, aber wenn es darum geht, Flucht- und Rettungswege, Brandschutzkonzepte zu erstellen und dergleichen, dann holen sie sich Spezialisten rein. Da gibt es übrigens inzwischen ja auch ein paar spezialisierte Studiengänge, die auf so Rescue Management, genau. Eher so feuerwehrnah, ne? Also genau. So wirklich diese Katastrophenschutz, Katastrophenmanagement abzielen. Genau. Gibt's denn diese Security Management nur in Berlin als Studiengang oder gibt es da noch woanders? Also Sie hatten es ja gerade angesprochen. Also es gibt in Deutschland gibt es mehrere Bachelorstudiengänge, obwohl man sagen kann, dass Berlin und Bremen die einzigen sind, die ähnlich allgemein aufgestellt sind inhaltlich. Ansonsten sind sie halt sehr speziell. Also es gibt nochmal in Magdeburg gibt es noch einen Studiengang, der ist im Bereich der Feuerwehr eher anzusiedeln. Genau. Dann gibt es in Furtwangen einen Studiengang, der mehr im Bereich der Ingenieurwissenschaften anzusiedeln ist. In Altenholz gab es mal einen. Den gibt es noch? Na, oder gibt es ihn nicht? Das ist jetzt mehr, glaube ich, hat eine andere Ausrichtung mittlerweile. Denn Hamburg hat eingestellt jetzt seinen Studiengang. Und den Sicherheitsmanagement-Studiengang gibt es noch an der Hochschule der Polizei in Hamburg. Lese ich gerade, ich habe es mir vorhin die Seite. Ich habe auch mal eingestellt. Genau, aber, aber der ist jetzt eingestellt worden, der läuft jetzt gerade aus. Sehen Sie, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es nur in der Überblick. Ja. Und dann, man kann sich das so vorstellen, also entweder ist es eben tatsächlich so nah an diesem Katastrophenschutz oder nah am an der IT-Sicherheit, also Datensicherheit tatsächlich, oder es geht dann also wirklich mehr dann in dieses konzeptuelle Sicherheitsdenken, wie Sie es ja auch vermitteln. Richtig. Ne? Mhm. Und dann halt ergänzend halt bei uns jetzt an der Hochschule jetzt noch seit einem Jahr halt einen Masterstudiengang dazu, der dann Security Management heißt, der halt also für die höhere Ebene, der Management-Ebene letztendlich ausbildet, ist aber allerdings ein Fernstudiengang. Haben Sie da Seiteneinsteiger auch drin oder muss man, ist das ein konsekutiver? Ist ein nicht konsekutiver Studiengang. Also wen haben Sie da so noch drin? Also wer kommt noch mit rein? Also wir haben wenige, die, sag ich mal, gar keine Sicherheitsvorbildung haben, ist aber durchaus denkbar, also ist auch da. Dann haben wir einen Teil halt aus behördlichen Bereichen, also die in irgendeiner Form sich nochmal weiterbilden wollen, der Meinung sein, es muss noch irgendwas nochmal weitergeben nach dem dann vielleicht Polizeistudium, also weil halt der höhere Dienst oder bis der Masterstudiengang in der Polizei auch wieder ein interner Studiengang ist. Bis hin halt, sag ich mal, dass wirklich Leute entweder gleich nach dem Studiengang, also aus Bremen zum Beispiel ehemalige Studierende oder bei uns von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Studierende gleich dann weiter studiert haben. Bis hin zu Leuten wirklich, die halt im Unternehmensbereich irgendwo arbeiten, Unternehmenssicherheit, die sich also auch nochmal weiterqualifizieren wollen. Ja, einfach sagen, ich brauche jetzt nochmal ein bisschen Überblickswissen, aber die sind ja dann auch schon studiert in aller Regel. Also ich meine, genau. Es gibt ja für die keine Zulassungsmöglichkeiten ohne wissenschaftliche Vorbildung. Nee, ist richtig. Also sie haben alle, haben jetzt ein Studium, die in diesem Studiengang sind, das ist auch eine Zugangsvoraussetzung bei uns, dass halt vorher schon mal ein Grundstudium, einen Studiengang absolviert wurde. Dass es schon mal absolviert wurde. Wie ist da, das interessiert mich immer sehr, die Ratio Männer-Frauen. Ich stelle mir vor, das ist ein männerdominierter Studiengang. Ja. Das haben Sie aber heute Ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgebracht. Genau. ist also so, dass also in der Tat also Frauen dort noch unterrepräsentiert sind, während wir im Polizeibereich ja nahezu 50% haben. Ne? Aber also im Studiengang Sicherheitsmanagement, sowohl im Bachelor als auch im Master, sind Frauen noch unterrepräsentiert. Was aber letztendlich auch den Beruf abbildet. Also auch im Beruf selber ist es auch so, dass also Frauen stark unterrepräsentiert sind. Welche Rolle spielt denn in diesem Sicherheitsmanagementsbereich so Technik? Also Überwachungstechnik, Abhörtechnik, Videokameras, Lichtschranken, Alarmanlagen, genau. Sprengfallen. Weiß nicht, womit man halt so seine Sachen na, so na.
Nee, also spielt auch eine Rolle, aber nicht so eine, so eine übergeordnete Rolle. Also hier geht es auch eher darum, kennen, ne? Also, ja. so als Begriff, also mal gehört haben in irgendeiner Form, wissen, dass es sowas gibt, wie es ungefähr funktioniert. Und wie ist es momentan auf dem neuesten Stand? Das sind genau. Und dann kann man sich selbst reinlesen, wenn es... Also das Feld ist so zu groß. Also man könnte eigentlich einen eigenen Studiengang über Sicherheitstechnik machen. Ne? Mhm. Also gerade wenn man sich so biometrische Verfahren, Videotechnik oder dergleichen anguckt, ist ja wirklich so facettenreich. Das kann man im Studiengang, glaube ich, nicht abbilden. Also da haben wir, denke ich mal, ja, also wirklich so ein Dozententeam gefunden, was einen guten Überblick geben kann bei uns innerhalb eines Semesters. Wir reißen natürlich oder behandeln auch Brandschutzfragen und dergleichen. Das wird auch alles mitgemacht. Aber natürlich nicht so, wie man es vielleicht im eigenen Studiengang sich vorstellen könnte oder wünschen würde. Aber es ist, denke ich mal, auch nicht leistbar in dem Fall. Jo, okay, ich gucke hier nochmal auf unseren Zettel. Auf jeden Fall super spannend, finde ich beide Sachen. Doch gedacht. So mehr steckt deutlich mehr dahinter, als man auf den ersten Blick meint. Ne? Also, also gerade so diese Polizeilaufbahngeschichte, weil das hatte ich mich wirklich schon dauernd gefragt, so wie wird man das eigentlich, wie wird das da aufgeteilt? Wer macht da eigentlich was und wie kommt man da so rein? Also ich glaube, also dass beide Bereiche, sowohl Polizei als auch Sicherheitsmanagement, man sich gar nicht erstmal als Außenstehender vorstellen kann, was da alles hintersteckt, aber weil es halt auch nicht so in dem Maße bekannt ist. Ne? Also auch was die Leute letztendlich machen, also ja, auch mit der Frage des Sicherheitsmanagements kommt ja mal die Frage, was macht ihr denn eigentlich danach? Wenn man sich wirklich mal anguckt, die Landschaft oder auch mal im Internet vielleicht so ein bisschen rumsurfen, wo überall Sicherheitsbereiche letztendlich existieren. Auch der Bereich IT-Sicherheit kommt auch immer stärker. Es war bei uns auch nicht so ganz im Fokus im Studiengang, aber wird halt auch mit behandelt. Und wenn Leute halt IT-affin sind, sage ich mal, landen die teilweise auch in diesen Bereichen nachher, wo sie dann ihre berufliche Heimat finden und sich dann auch ausrichten. Also da vielleicht auch noch bei dem Sicherheitsmanagement muss man sagen, jeder muss irgendwo sein Profil während des Studiums finden. Was er teilweise während der Vertiefungsphasen auch finden kann. Teilweise muss er auch selber in irgendeiner Form denn aktiv werden. Aber irgendwo spezialisieren sich nachher alle. Ne? Also dass sie sagen, ich möchte gerne in dem Bereich oder um Gottes Willen bloß nicht Veranstaltungen. Andere sagen, Veranstaltungen, ja wunderbar. Da wollte ich sowieso schon immer hin. Das ist übrigens auch eine ganz spannende Sache, Veranstaltungen konzeptionell zu begleiten. Und ich meine, das ist wirklich übergreifend. Zwar bucht man nicht mehr selbst die Künstler, das wollen andere machen, aber das finde ich auch toll. Also es ist doch sehr weitreichend, was da alles drin vorkommt. Man muss schon sagen, dass der staatliche Bereich sich ja extrem zurückgezogen hat in den letzten Jahren im Bereich der Sicherheit und auch wahrscheinlich immer stärker noch zurückziehen wird. Und von daher wirklich viele Tätigkeiten später dann übernommen werden oder heute schon übernommen werden. Von externen Beratern. Genau, von externen Beratern. Ja, also ich für mich ist immer der 1. Mai. Ich meine, der 1. Mai ist natürlich ein Riesending, aber das mal aus der Nähe zu beobachten, so dieses Zusammenspiel und diese Organisation, wie man da, weiß nicht, 6.000, 7.000 Polizisten und 7.000 Polizisten und in so einem Katz-und-Maus-Spiel, in so einem bizarren, und da eine angemessene Reaktion zu finden, das mit hat all ja diesen Menschen mit all diesen Menschen in diesem Tohuwabohu und in dieser Riesenstadt, und das hat ja in Berlin auch, Jahrzehnte fast oder Jahre auf jeden Fall gedauert, da so eine Balanceakt hinzukriegen, nicht einfach nur alles weg, so mit Repression kaputt zu machen, das hat irgendwie nicht funktioniert, und aber gar nichts tun geht irgendwie auch nicht, und dann aber so ein Mittelding irgendwie da rauszufinden mit 7.000 Polizisten in so einer Stadt, wo man nicht so richtig genau weiß, was passiert und so, das fand ich schon super faszinierend, also das zu planen und aber das ist halt ein schönes Beispiel auch wieder, wenn man nochmal in den Bereich des Studiums hineingeht, also auch diese Entwicklung. Also 1. Mai 87, also wenn man so rein repressiv, beziehungsweise erstmal Brandbekämpfung, wenn man so bezeichnen will, bis heute, wie sich das in den 25 Jahren letztendlich entwickelt hat. Also, dass man sich halt Gedanken macht, das Fest erstmal friedlich, ne? Oder was auch politisch dann mit reinkam, halt, dass man gesagt hat, wir versuchen erstmal, dass also die Leute untereinander letztendlich ja auch Frieden stiften und die Straftäter letztendlich abhalten, dass man halt versucht, mit diesen Antigewaltteams reinzugehen, Gespräche zu suchen, im psychologischen Bereich drin, ne? Also wie kann man letztendlich das erstmal versuchen, also wirklich mit friedlichen Mitteln erstmal zu bekämpfen in irgendeiner Form oder zu gewährleisten, einen friedlichen 1. Mai. Dennoch aber immer, also diese Konzepte aus gestreckten Hand, wie es immer so schon heißt, und dann kann man sagen,
Aber wir halten trotzdem irgendwelche Einsatzkräfte vor, die dann nötigenfalls einschreiten. Und da gibt es halt auch den Konzepte von der Polizei, die sie auch weiterentwickelt haben über Jahre, nicht nur Straßen einfach zu räumen, sondern wie kann man eigentlich letztendlich dauerhaft denn auch gewährleisten, obwohl halt Ausschreitungen sind, dass es dann trotzdem friedlich bleibt oder relativ immer noch friedlich bleibt. Das ist halt Aufgabe letztendlich auch einer Hochschule, auch bundesweit aller Hochschulen, hier Konzepte auszuwerten, Einsätze auszuwerten. Das ist dann vielleicht nicht im klassischen Sinne so empirisch, wie man sich vielleicht in anderen wissenschaftlichen Disziplinen vorstellt. Aber es ist ja auch keine eigenständige Disziplin. Es ist ja interdisziplinär angelegt, dieses ganze Komplex. Und dass man halt da dann sagt, okay, da kann man was draus entnehmen und das ist auch gemacht worden. Auch die Polizei hat ja mit der FU Forschungsprojekte dazu gemacht, also wie kann man halt letztendlich das gewährleisten. Und wenn man sich denn das anguckt, 7000 Polizisten, vielleicht sag ich mal auch teilweise mit einem Gewaltpotenzial, die sehr wohl ja irgendwo Gewalt suchen, es trotzdem friedlich über die Bühne zu bekommen, ist eigentlich eine extrem gute Leistung, die letztendlich auf dem Studium, denke ich mal, auch zurückzuführen ist. Na, und das ist kein Schlusswort. Genau. Also. Ja, ich glaube, wir haben die Stunde auch, ja, 10 Sekunden noch, schaffen wir. Ist die Stunde rum. Ja, würdest du gerne noch eine Stunde weitermachen? Ich würde gerne noch ein bisschen quatschen, aber ich muss hier natürlich fragen, Herr Kuhlmeier, haben Sie einen Witz? Nee, habe ich leider nicht. Guten Polizistenwitz. Nee, machen wir nicht. Ich bin auch nicht der Typ dafür, also von daher lassen wir es nicht. Ich kann das total verstehen. Also. Ich wünsche mir das ja immer. Ich mag Witze einfach gern. Und machen das Leute auch tatsächlich? Ja, wir hatten schon Witze. Okay. Aber man muss der Typ dafür sein, da haben Sie vollkommen recht. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Auch Dankeschön. War super interessant. Ja. Die nächste Sendung kommt am 11. Juni. Dann ist es nicht nur Bier in der Praxis, sondern auch Bier in der Theorie, oder? So ist es. So ist es, Brauerei und Getränketechnologie. Und auch zu empfehlen für alle, die in die Lebensmittelwissenschaften rein wollen. Denn das ist nah und man kann doch zumindest ein bisschen was über diesen angrenzenden Bereich erfahren. Super. Peter, Murray, Philipp Banse, sagen ganz herzlichen Dank, Kuhlmeier. Macht's gut und bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein am 11. Mai. Juni. Jetzt hatten wir so viel den Mai. Also. Okay. Alles Gute, bis dann. Ne? Ciao. Okay, ciao. Tschüss. Also, das war jetzt hier neu. Guck mal hier.